Die Tenniswelt trauert um Jana Nowotna, die mit nur 49 Jahren an Krebs starb. Den deutschen Fans bleibt sie vor allem wegen eines Duells mit Steffi Graf im Jahr 1993 in Erinnerung. Es war eines der denkwürdigsten und längsten Frauenendspiele der Wimbledon-Geschichte. Für Nowotna wurde es zur größten Enttäuschung ihrer Karriere. Sie hatte im entscheidenden dritten Satz bereits einen Spielball zum 5:1, dominierte die damalige Favoritin Graf klar. Es folgte ein dramatischer Einbruch. Nowotna leistete sich einen Doppelfehler, verlor den Punkt und letztlich auch den Satz und das Match. Nach 134 dramatischen Minuten hieß es aus Nowotnas Sicht 6:7, 6:1 und 4:6. Danach waren sich alle Experten einig, nicht Graf hatte gewonnen, Nowotna hatte den Sieg weggeworfen. Die Tschechin weinte bei der Siegerehrung bitter, wurde von der Herzogin von Kent getröstet. Auch Graf spendete Trost. Zitat: Ich war in den ersten Sekunden sehr glücklich über den Sieg, dann sah ich sie. Ich war dort auch. Alle Spielerinnen sind dort gewesen. Ich habe mit ihr mitgefühlt. Graf und die Tennisfans werden Nowotna nie vergessen.